Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinen ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Es ist wieder Zeit für eine Mutmachgeschichte und ich spreche heute mit Stefanie und sie teilt mit uns ihre Geschichte, wie sie zum Yin-Chin-Jutsu gekommen ist. Es begann schon vor über 20 Jahren in Form eines Buches, hat dann aber eine Zeit lang gedauert und es ist ein wunderschönes Gespräch und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo ihr lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie angekündigt ist es mal wieder Zeit für eine Mutmachgeschichte. Unter dieser Rubrik lernt ihr tolle Frauen und Männer kennen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise zum Yin-Chin-Jutsu gefunden haben. Und ich freue mich unglaublich, dass Stefanie heute Zeit hat für mich, für uns alle, uns ein bisschen mitzunehmen in ihr So-Sein mit dem Yin-Chin-Jutsu. Erstmal herzlich willkommen, willkommen, liebe Stefanie. Ich freue mich und danke schon mal, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Sehr gerne, liebe Bettina. Ich freue mich, dass ich heute mit dir zusammen sein darf. Ja, das sind besondere Momente. Wir haben schon uns kurz eingeschwungen und das ist immer... Ja, es, wenn man sich mag, wenn man eine Zeit lang zusammen geht, dann sind das, dann sind das immer eine andere Art von Austausch und Gespräch. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir das heute miteinander teilen können. Mal gucken, wie lange wir dieses Gespräch führen. Meine allererste Frage, die ich immer stelle und auf die ich wirklich brenne, ist, wie kommt es, dass wir beide hier heute ein Date haben sozusagen? Wie ist das passiert? Nimm uns doch vielleicht mal mit. Wie bist du zum Yin-Chin-Jutsu gekommen? Wie ist das passiert? Erzähl doch ein bisschen was aus deinem Leben, wenn du magst. Das mag ich sehr gerne und die Geschichte könnte sehr lang werden. Ich kann sie ein wenig verkürzen. Beim Brot würde man sagen Gärkörbchen. Also Yin-Chin-Jutsu liegt bei mir schon seit 20 Jahren im Gärkörbchen, mindestens. Denn vor 20 Jahren etwa habe ich das erste Mal Yin-Chin-Jutsu über Bücher kennengelernt. Habe das gelesen. Ich habe es auch zum Teil in die Kinderarztpraxis, Kinderheilkunde, in Kinderkardiologie, wo ich beschäftigt war, mit hineingenommen und habe den kleinen Patienten da schon mal Finger geströmt, um ihnen die Angst zu nehmen vor der Untersuchung. Und dann ist es aber wieder verschwunden. Irgendwie ist es zwar nicht greifbar für mich geblieben und ich glaube, es liegt einfach an der Papierform. Ja. Und als ich jetzt Ende letzten Jahres, vorletzten Jahres, ich komme mit den Zahlen Vorletzt, nicht mehr zusammen. Ja, muss, glaube ich, gewesen sein. Ist egal. Ja, genau. Damals. Da war ich einfach nicht mehr zufrieden mit der Behandlung, dauerhaften Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden mit Hormonen und dachte, okay, wenn ich die irgendwann absetze, dann habe ich halt dann diese Hitzewallungen und da gibt es doch bestimmt eine Alternative und das Internet, Segen und Fluch zugleich, führte mich dann zu, naja, man könnte ja irgendwo auch sich als Energieschlösser erhalten und da dachte ich, da klingelte was nicht, also Mensch, das hast du doch vor über 20 Jahren schon mal gemacht. Ja. Da war doch was. Und dann bin ich zu meinem Bücherregal gestapft und wusste, da war noch ein Buch. Nein, da waren zwei Bücher. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und dachte, komisch, das wirkt tatsächlich. Dann um die Jahreswende kam von euch das Selbstliebe-Seminar, dieser freie Workshop, wo ich dachte, okay, davon will ich jetzt mehr wissen. Und ab da war ich, da war der Teig aufgegangen. Und ab da war ich sozusagen, da war ich an Bord. Das war so berührend, wie authentisch, offen, ehrlich und wertschätzend eure Arbeit rüberkommt und auch noch gleichzeitig dieses, boah, das funktioniert auch bei mir. Das funktioniert bei so vielen anderen. Da war es plötzlich im Verbund greifbar geworden und war eben nicht mehr nur ein Buchstabenwissen. Es war plötzlich ein erlebtes Wissen. Und da kriegte ich sofort den Dreh und merkte, okay, da kommt was zusammen. Und dieses Zusammenkommen war
eine lange Irrfahrt, nein, nicht mal eine Irrfahrt, weil jeder Umweg erschließt einem ja neue Gegenden, ne? Absolut. Also aus der Damenschneiderei kommend in die Medizin, in die Schulmedizin quer eingestiegen, mit dem Bestreben, ach, eigentlich würde ich doch lieber Heilpraktikerin werden und über befreundete Heilpraktiker und dort schon den Kontakt. Ja, es geht in die alternative Richtung und ich habe den Sprung trotzdem nicht gemacht und dachte immer, nein, ich vermittle immer noch so ein bisschen zwischen Schulmedizin und Alternativ und versuche in der Schulmedizin so ein bisschen so ein offenes Öhrchen zu erreichen, dass es eben auch anders geht und war immer die Exotin in der Praxis. Klar. Ich weiß nicht, inwieweit es gefruchtet hat oder auch nicht. Jedenfalls, ich habe nebenher dann noch viel Tarot gemacht, ich habe die Work angefangen zu lernen, ich habe mich mit gewaltfreier Kommunikation bis heute noch beschäftigt und das alles sind so die kleinen Fasern, die sich so jetzt wie ein Garn verspinnen und das Garn wird immer dicker und flauschiger und es wird eher ein Tau und immer tragfähiger. Ja, und so bin ich dann nach dem Workshop bei euch ganz mutig in das Jahresprogramm ohne zu zögern eingestiegen. Ich dachte, ja, davon will ich mehr, mehr, immer noch mehr. Und dann kam so, ja, das ist es, damit will ich arbeiten. Da sind keine Hilfsmittel mehr, da ist kein Pendel im Weg, da sind keine Karten mit Interpretationen im Weg oder auf dem Weg, die dann auch zu Fehlschlüssen führen können. Wobei auch die sicherlich geführt sind, davon gehe ich fest aus. Und das ist einfach so pur, so direkt, so nah. Und da hat es mich dann wirklich gepackt. Ich so, ja, damit möchte ich gerne arbeiten, damit möchte ich weitermachen. Und als ich dann gelesen hatte, ihr macht wieder eine Ausbildung, ja, da gab es noch gar kein Vertun. Dann bin ich doch dann gleich dabei geblieben und War ja wirklich ziemlich schneller Einstieg, aber letztendlich, ich weiß, wie das bei mir war, das sind ja alles wohl rückblickend absolute vorbereitende Schritte, die wir auch rückblickend gar nicht lassen. Das ist ja alles total stimmig. Und dieses Bild, was du eben, was dir kam mit diesem Tau, dass all das zusammenkommt zu einem Tau und wird dann zu erkenne mich selbst, zum Yin-Shin-Jutsu. Das ist ja unglaublich und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber letztendlich ist es dann gar nicht mehr trennbar. Also so ist es für mich nach 35 Jahren immer noch so. Ich mache es für mich in der Selbstanwendung, in der Selbstreflexion und das muss aber mit den anderen sozusagen als gemeinsame Erfahrung in die Welt. Also es ist dann gar nicht mehr trennbar. Und das, aus meiner Sicht hört das auch nie auf. Ich dachte ja mal eine Zeit lang, vielleicht ist das irgendwann erschöpft. Überhaupt nicht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, es nur für mich zu machen oder eben auch nur beruflich, sondern es ist da eben auch eine Verbindung. Dieses Taubild war eben so schön. Es ist eben eine verbindende Ebene mit den anderen. Und das ist ganz anders, auch als ich alles andere kennengelernt habe. Ich komme ja auch aus der Schulmedizin und habe dann Meditation, ich habe Hypnoseausbildung und so weiter. Ich habe ja viel anderes gemacht, weil ich dachte, nee, Schulmedizin ist es nicht, aber wohin möchte ich? Und dann kam eben Yin-Shin-Jitsu und ich dachte, das ist ja das, was alles verbindet. Also dann nehme ich doch das. Das ist eigentlich das, was ich mir ersehne. Und dann zu spüren, dass es die anderen auch ersehnen. Das macht irgendwie den, ich finde, das ist gar nicht so ein großer Schritt. Ne? Ausbildung klingt so, als würde ich dann was Neues lernen für die anderen. Das würde mich jetzt auch mal total interessieren, wie das für dich ist. Ich habe die Kurse und das Lernen immer für die beiden Ebenen betrachtet, für mich und für die anderen. Und auf einmal war es so stimmig. Wie ist es für dich? Ja, da schwinge ich total mit. Dieses im Grunde erstmal für mich. Genau. Das habe ich während des Jahresprogramms und dann natürlich auch in der Ausbildung wirklich ziemlich gut oder wirklich erst ja, erkannt, verstanden. Ja. Und merke, ja, wirklich, dieses, wenn ich es erlebt habe, wenn ich es für mich erfahren habe und es wirklich durch mich durchgegangen ist,
dann kriege ich auch Lust darauf, das zu teilen. So Dann kriege toll. ich Lust darauf, anderen Menschen da auch Gutes zu tun damit. Ja. Und sie, soweit auch nur, wie sie es zulassen, mitzunehmen. Also ich habe gerade einen Freund, den ich zweimal die Woche begleite, und der hat mit Energiearbeit nichts am Hut. Und trotzdem gibt er sich dem so hin, dass ich denke, wow, was für ein Geschenk. Und ich muss nichts machen letzten Endes, außer zu lauschen, was braucht er gerade, ob er das weiß oder nicht weiß, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Ich schenke es ihm und was er damit macht, Genau. das ist wunderbar. Es wird alles genau richtig sein, wie es passiert. Und das ist so erfüllend und befreiend gleichzeitig. Also erfüllend und lehrend eigentlich. Das sind so Ja, diese ja, beiden, ja. Pole der Stangen, die sich da, oder der einen Stange, die sich genau da dann treffen. Absolut. Und ich finde das so schön, dass du das auch so erlebt hast, dass es wirklich wahr ist, was diese Urlehre vom Jenschen jetzt so ist. Nimm dir ein Jahr Zeit für dich, wende den Fokus, können auch 9 Monate sein, ist ja egal, aber ne, beginne nicht irgendwie Jenschen jetzt so fast zu missbrauchen, indem du irgendwelche Ströme auswendig lernst und andere damit beglücken willst, sondern lass dich erstmal ein auf dich. Und wenn du immer durchlässiger, wenn du immer bereiter wirst, wenn du auch bereit bist, die unangenehmen Folgen, wenn man sich manchmal strömt, auch zuzulassen und immer eine Antwort zu bekommen, wo könnte das sein? Und diese alten Angstmuster nicht mehr zu bedienen, dann auf einmal wird es eben zu etwas gemeinsam. Und diesen Schritt, den dürfen wir nicht übergehen. Und deswegen ist der eben für viele auch gar nicht so attraktiv, weil viele Menschen eben, ne, wie über ein Buch, da, oder du kannst dir das alles runterladen, ganze Ströme, ganze Sachen, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet und was es mit dir macht. Und das finde ich so heilsam, auch wenn man sehr viel behandelt wie ich, dass ich immer in die Reflexion mit mir gehe bei jeder einzelnen Behandlung. Und da weiß man am Tag abends, was man getan hat, in der Selbstreflexion, nicht weil die anderen schwierige Fälle sind, sondern weil man eben wie eine Zwiebelschicht nochmal wieder neu auf sich gucken darf, indem man eben Angebote dem anderen schenkt. Das hast du eben so schön beschrieben. Und sich dann wieder zu leeren und sich dann wieder zu füllen. Und das ist eben ein Miteinander. Und du bist ja auch, als Ärztin hast du ja gearbeitet. Du weißt ja, MFA, MFA. ach so, du weißt auf jeden Fall, du hast in der schulmedizinischen Umgebung gearbeitet und du weißt, wie distanziert es sein kann, wenn ich nicht mitbeteiligt bin, wenn da was dazwischen ist, wie du das beschrieben hast, sondern das schwingt dann eben nicht im Gleichmaß. Wir sind jetzt schon sehr tief eingestiegen für euch alle, die neu, wenn ihr neu seid. Vielleicht macht das noch gar nicht so viel Sinn, aber guck mal, wie dein System reagiert, wenn du das hörst. Ich kann mich sehr gut erinnern, als die ersten Senior-Teacher in Kursen davon von so Erfahrungen gesprochen haben und ich dachte immer nur, ich habe eine Angststörung und ich will, dass die weggeht. Was sprecht ihr? Aber ein Teil, wenn ich ganz still war und mich getraut habe, still zu sein, hat ein Teil genickt und ein Teil wusste, das ist wahr. Nicht, weil das richtig oder falsch ist, sondern guck immer darauf, wie du resonierst. Wie resonierst du auf Stefanie? Wie resonierst du auf mich? Macht es irgendwie Sinn? Zieht es dich an? Oder denkst du, ach nö, lieber nicht? Und dann kommt es drauf an, wenn es dich vielleicht verschreckt oder es gar nichts mit dir macht. Wenn du dann Yin Shin Jutsu machst, erkenne mich selbst und das Interesse hast, zu gucken, wo kommt es her, dann bist du an Bord. Mit dir an Bord. Dann hast du einen Schritt zu dir hin geschafft, im besten Sinne, der dir vielleicht
ohne dass du uns gelauscht hast, vielleicht eben nicht möglich wärst. Und nicht, weil wir strömen oder nicht, weil wir hier eine große therapeutische Aktion starten, sondern einfach nur zu merken, wie gehe ich in Resonanz mit dem Gehörten? Wie ist das, wenn du sagst, du bist jetzt doch richtig intensiv eingestiegen? Wie ist das für dich? Hast du mal Momente gehabt, wo du gedacht hast, das ist mir aber zu viel, da komme ich überfordere mich. Hast du mal das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht hinterher? Oder war es ein gutes Maß? Nein, überfordert gefühlt habe ich mich nie. Mhm. Das Jahresprogramm ist für mich so behutsam und gut durchdacht aufgebaut, wirklich, sodass dass ich wirklich, auch wenn ich weniger Zeit gehabt hätte, ich hatte jetzt das Glück, dass ich da in der Auszeit Ja. nicht durch Arbeit, sagen wir, abgelenkt war, sondern dass ich mich wirklich reinstürzen konnte mit Haut und Haar. Und auch sonst wäre es, glaube ich, gut machbar gewesen, weil es so viel Raum gibt. Weil es nicht so ein komprimiert zusammengefasster großer Stoff ist, sondern weil es wirklich gut verdauliche Häppchen sind, die da angeboten sind. Und wirklich einen Monat wirklich Zeit zu haben für zwei Sicherheitsenergieschlösser. Wow, die wirklich kennenzulernen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal einen Tag nichts macht, Genau. sondern ganz im eigenen Tempo. Das fand ich schon sehr beeindruckend, wie gut mich das bei der Stange gehalten hat, weil das war tatsächlich ein Thema ganz am Anfang für mich auch, weil ich weiß, dass ich schnell für etwas brenne. Also ja, ich kenne es als Scanner naturell. Ich weiß nicht, ob du das, also wirklich ein Scanner, und ich bin Scanner. Ich will es bis in die Tiefe wissen, und wenn ich es dann weiß, dann, okay, was ist jetzt das Nächste? Jetzt wird es langweilig. Und das ist Genau. hier eben nicht. Das ist ähnlich wie bei Tarot, da kenne ich es auch, da habe ich Jahre mit zugebracht und Jahrzehnte. Und das ist beim Jin-Shin auch, weil es nie durchdrungen scheint für mich. Also es bietet immer wieder einen Aspekt. Es ist immer so, dass ich damit gut arbeiten kann, da wo ich jetzt gerade stehe. Und ich weiß, wenn ich will, kann ich da noch mehr machen. Dann ist auch wieder mein neugieriger, süßer Zahn befriedet und weiß, aha. Oder meine kleinen grauen Zellen, da gibt es noch was. Ja. Du musst dich damit nicht zufrieden geben. Das Feld ist noch weit. Und gleichzeitig ist es von Anfang an nutzbar. Und selbst mit der allerersten Einheit war es schon anwendbar. Und das hat mich zutiefst überzeugt und machte in mir eine Ruhe. Und hat mich die Langsamkeit sogar gelehrt, wo ich sonst früher eher, wenn ich so einen Kurs belegt hatte, hätte ich eigentlich schon, also ich würde mal sagen, spätestens nach einer Woche hätte ich das Buch schon einmal durchgelesen, um zu wissen, was kommt denn da? Weil mein Anspruch war ja, wenn ich eine Klasse besuche, dann muss ich ja eigentlich schon alles können. Und das hat sich hier total gedreht. Hier Das konnte freut ich mir mich sehr selber, zu hören. hier konnte ich mir so erlauben, ins Nichtwissen zu gehen, um ganz langsam das Wissen zu entdecken und in die Erfahrung umzusetzen. Und dieses Umsetzen, nicht in die Umsetzung kommen, das habe ich in Neuschönau nochmal sehr schön bemerkt in der Intensivwoche, als du mir die 15er geströmt hattest, jetzt für Insider. Ja, das war schon spannend, was sich da bei mir gezeigt hatte. Und ich dachte, okay, ja, das ist das Thema. Das Wissen anhäufen und nicht in die Umsetzung kommen, ist ein Thema. Und hier weicht das alles langsam ab und auf, und ich komme in die Umsetzung. Das ist erstaunlich. Da verändert sich ganz Ich viel. bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich schon über 30 Jahre Jin-Shin-Jitsu Kurse gegeben habe, bevor ich mit Pascal zusammen das Jin-Shin-Jitsu Lernen entwickelt habe, weil da ist eben ganz viel Wissen um die Kunst des Jin-Shin-Jitsus, aber wir kommen eben beide ja aus der Praxis. Das heißt, das zusammenzubringen und es in die Anwendung zu bringen, das war unser Ziel. Und ohne jetzt anzugeben, ich finde auch, das ist uns richtig gut gelungen. Und ich bin so dankbar, dass es, also das wäre vor 10 Jahren, wäre das noch nicht möglich gewesen, auch so eine entschleunigte und doch tiefe Arbeit irgendwie anzubieten.
weil ich immer gedacht hätte, na, da muss doch noch mehr, du musst doch noch mehr. Und zu merken, dass da so viel ist und dass das wirklich das ist, was Mary immer gesagt hat, vom Grund auf die Energie wieder so aufzubauen, wie sie gedacht ist. Und da kannst du keine Schritte übergehen. Und wenn du es nicht in die Anwendung bringst, wenn du es nicht immer wieder für dich nutzen kannst, dann bist du eben im obersten Drittel und weit entfernt von der Wirklichkeit, von der Dreieinigkeitsenergie. Das klingt aber immer so toll. Aber wie machen, wenn ich nicht weiß, wie es geht? Und deswegen danke nochmal, dass du das so beschreibst. Das war unser großer Wunsch, dass das in jedem Modul eben, also ich erkenne was, ich verstehe es und dann mache ich daraus was. Und das braucht Zeit, ne? Das braucht Ruhe, das braucht Stille, das kann man nicht mal eben machen. Und trotzdem ist das ja so aufgebaut, das Jinschen hier zu lernen, dass man es eben auch machen kann, wenn man alleinerziehend ist mit zwei Kindern oder wenn man berufstätig ist. Da muss man es ein bisschen gucken, dass man es dann an den Wochenenden macht. Das ist natürlich ein Geschenk, dass du wirklich auch, ne, die Ruhe hattest. Das ist natürlich besonders perfekt, aber ja auch aufgrund deiner Geschichte genau richtig. Also manchmal darf man ja auch so ein Luxusjahr haben, wo dann tolle Dinge passieren. Das ist ja durchaus auch wunderschön. Ja, das betrachte ich auch als Geschenk. Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Das heißt, hast das Jinschen hier zu lernen gemacht, diese tolle Tau-Erfahrung, das alles, was du vorher irgendwie schon in deinen wundervollen Erfahrungssack gepackt hast, irgendwie sinnhaft sind und wie dahin geführt haben, ohne dass man das jetzt lassen muss. Das ist ja ein Teil von deinem Leben und auch ein Teil von meinem Leben gewesen, was dann auf einmal im Yin-Shin-Jitsu so eben auch ein Puzzleteil ist, was irgendwie dazugehört, was uns geformt hat. Und dann bist du ziemlich schnell, da hast du gesagt, okay, dann mache ich, also gehe ich weiter mit Bettina und Pascal, bist in die Ausbildung gegangen und bist weiter tiefer eingestiegen auf noch eine tiefere Ebene. Und wie war das? Welche Ebene meinst du jetzt genau? Ja, hast du ja die Energieschlösser, bist du durch die Tiefen gereist und jetzt haben wir ja immer 2 Tage für eine Tiefe. Also wir machen ja praktisch auf die Grundordnung aufbauend, machen wir jetzt ja irgendwie die Scheinwerfer ein bisschen größer und gucken ein bisschen tiefer. Wie hat sich das angefühlt? Super spannend. Also jetzt nicht anspannend, sondern eher wow, interessant. Interessant ist, glaube ich, ein viel schöneres Wort als spannend, weil es hat keine unangenehme Spannung erzeugt, sondern eine große Neugier, ein großes Interesse dafür. Das war jetzt schon so dieses, wo ich sagte, das ist da kriegt mein Verstand wieder noch mehr Input. Ah, ich darf wieder noch mehr verstehen, das Feld wird größer. Und da sind ja die Abstände 4 bis 6 Wochen etwa waren das jetzt so im Schnitt. Na, eher 4 und einmal 6, glaube ich. Und auch das war wieder sehr viel und angenehm viel Zeit, um das wirklich immer wieder zu hören. Das ist wirklich, was ich immer wieder mache, dass ich das, was aus den Aufnahmen am Wochenende entsteht, dass ich das, also wenn ich irgendwo hinradel, ich radel ja bevorzugt dann durch begrüntes Gebiet, also Radwege. Und da kann ich ja mühelos hören. Oder ich höre es so wenn ich im Stadtverkehr dann bin, immer so leise, dass ich eher die Autos höre, also vorrangig die Autos höre. Und was ich nicht höre, denke ich, das kriegt mein Unterbewusstsein auch so mit. Das wird es schon machen. Und ja, da trägt sich die Entschleunigung eigentlich genauso weiter. Und gleichzeitig nimmt es an Intensität unglaublich zu und dieses Verständnis für die Zusammenhänge vertieft sich auf eine ganz wunderbare Weise für mich. Und ich habe eher wirklich auch das Gefühl eines Wiedererkennens, denn eines Neulernens. Also Toll. in der Schule hätte man früher gesagt, es fliegt mir zu, einfach weil es so wahnsinnig interessant ist und es hat unmittelbar mit mir zu tun. Es ist nichts Abstraktes, sondern es betrifft mich. Und dieses, wow, das ist in meinem Leben passiert und schau an. Ja, völlig klar, dass es das und das zur Folge hat, wenn ich es darüber unter diesen Gesichtspunkten das betrachte.
Ja. Und das ist so ein, ja, ein Aha-Effekt nach dem anderen letzten Endes, der mich mit meinem Lebensweg unglaublich in Frieden bringt und eine Gleichgültigkeit entstehen lässt, nicht im Sinne von, es ist mir egal, sondern es ist alles gleichgültig. Es hat alles seine Berechtigung, seine Ja. Berechtigung. Und das ist so ein sattes, tragendes, nährendes Gefühl, was mir eine innere Stärke und Stabilität jetzt gibt, die ich so bisher noch nicht kannte und merke, wow, ich nulle dieses Jahr und ich werde nicht erst 40. Und es kommt alles genau zur rechten Zeit. Es ist völlig in Ordnung, dass es nicht schon vor 10 oder 20 oder 30 Jahren war. Nein, meine Zeit ist jetzt. Und genauso entspricht es dem Plan, sonst wäre es anders. Da bin ich wieder in der Work und rutsche in die zurück. Es ist, und ich komme wirklich in einen, sagen, in einen aufrichtigen Frieden dadurch mit mir und meinem Leben. Ja. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich dann so stark damit resoniere, was du sagst, weil mir das auch so geht. Ich habe gerade letzte Woche ein Interview gegeben und da fragte mich die Frau, ja, also Bettina, wie ist das denn mit so vielen Behandlungen, die du gegeben hast und du bist ja wirst 65 und arbeitest ja noch irgendwie ganz viel. Und da hörte ich mich sagen, und daran erinnerte ich mich gerade, als du gesprochen hast, man hört sich dann so sprechen, und da hörte ich mich sagen, es ging mir noch nie in meinem Leben so gut. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine starke Ruhe und einen Frieden und bin so ausgesöhnt mit allem, was ist. Das kam so aus meinem Mund raus. Sie war ganz beeindruckt, ich auch, weil ich nicht wusste, wo kommt eigentlich dieser Satz her. Aber es stimmte. Er sprach aus mir heraus. Und ergoss sich so, ich glaube nicht, dass das irgendwie in dem Interview erscheint, weil sie war leicht verwirrt, aber es war so stimmig. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist dieses Annehmen des So-Seins, was wir ja im Jinshin-Jitsu auch lernen, dass das ein Teil von uns ist. Und wenn wir mit dem in Kontakt kommen, dann ist da auf einmal Weite, da ist da Raum, den müssen wir gar nicht wieder füllen mit anderen Dingen, sondern da sind wir in der Selbstannahme und im Frieden mit uns und somit eben auch mit unserer Umgebung. Und das ist einfach so ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und dazu gehört eben auch teilweise den Unfrieden einzuladen, dass er auch sein darf, um herauszufinden, wo kommt der her. Das ist das, was du vorher erzählt hast. Das ist nicht ein Kippschalter, dass wenn man strömt, man auf einmal in diesem Land ist und sich tolle Sachen sprechen hört, sondern das ist auch Arbeit mit sich. Aber die Arbeit verändert sich. Es wird eben zu einer liebevollen Begleitung und darauf hat man irgendwie Lust. Also das ist ja dieses, was du meinst, es ist eigentlich nichts Neues, sondern wir erkennen irgendwie, dass das alles, was wir hören, stimmt. Nicht, weil irgendjemand recht hat oder weil ich dann im Moment diejenige bin, die als Lehrerin oder als Unterrichtende da ist. Das ist ja auch alles einfach nur ein Spiel, sondern man erinnert sich gemeinsam an diese Urquelle, an diese Situation, wo wir herkommen. Das ist einfach unglaublich wertschätzend. Ja. Dieses Wiedererkennen im Grunde, ja. Dieses Wiedererkennen ist etwas so, so Schönes. Ja. Das Ja, und ist. auch, ich würde gerne noch was hinzufügen, weil dieses mehr im Frieden sein mit mir bedeutet auch im Frieden sein mit meinem Körper, mit meiner Körperlichkeit. Also ich war nun über Jahrzehnte lang intensive Migränepatientin mit 5 bis 10 Migränetagen pro Monat, also gerne im Status mit Infusionen zum Durchbrechen. Und es hat schon, ich habe mich immer versucht, da möglichst mit Humor und mit einem Lächeln und
meistens aber auch im Lächeln mit etwas zusammengebissenen Zähnen da durchzulavieren. Und wenn jemand sagt, oh, das ist aber auch eine Einbuße an Lebensqualität, naja, geht schon irgendwie. Und jetzt zu merken, wow, ein Jahr strömen und ich bin jetzt zwischen, ich würde sagen, 1 bis 3. Ich hatte schon gedacht, ich würde den März ganz ohne Migräne schaffen. Aber gut, mit dem Wetterumschwung heute und der Zahnreinigung, die nochmal an den behandelten Zähnen gerüttelt hat, nein. Aber es ist so minimal und so leicht zu ertragen geworden und zu merken, mein Körper, wow, was ist das für ein toller Freund? Der arbeitet ja doch nicht gegen mich, wie ich wirklich viele Jahre auch, oh, jetzt kriege ich schon wieder das und jetzt legt er mich wieder lahm. Nein. Wow, der ist wie ein Armaturenbrett mit den ganzen Kontrollleuchten und sagt mir genau, du, der Ölstand ist aber gerade irgendwie am Boden, guck doch mal nach. Und das ist so, ja, das gehört für mich ganz, ganz unmittelbar und untrennbar zu dem Frieden dazu, dass ich sage, ja, wow, dass ich bewohne dieses Luxusauto sozusagen und ich darf mich auch darum kümmern und ich darf auch zusehen und einfach mal hinhören, ach, guck mal. Da bin ich irgendwo da oben mal nicht auf meinem Weg geblieben. Ich will gar nicht mal sagen, ich bin falsch abgebogen. Ich bin irgendwo abgebogen, wo es mir nicht zuträglich war. Guck mal, dass du da wieder zurückkommst. So. Toll. Ich bin sprachlos. Nein, es gibt nichts mehr zu sagen. Das ist die perfekte Beschreibung. Dieser Frieden, der ist eben ausnahmslos. Der ist nicht nur emotional, der ist nicht nur auf der geistigen Ebene, der befriedet all unsere Körperzellen, das Miteinander unseres Gewebes. Also es ist ja untrennbar. Und ich bin Jahre, Jahrzehnte lang ganz hart mit mir ins Gericht gegangen und musste habe die Kinder allein großgezogen, habe eine große, riesige Praxis gehabt, am Wochenende unterrichtet und wenn mein Körper nicht gespurt, und da habe ich auch schon Jin-Shin Jitsu gemacht, da hatte ich schon ganz viele tolle Verbesserungen, aber das hat gedauert, bis ich das gelernt habe oder es zugelassen habe, dass es mich verändert. Vielleicht ist das noch besser beschrieben. Dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt mal zu, ich gebe mich mal dahin und guck mal, was dann kommt, und dann zu merken, dann wird es irgendwie richtig gut. Ja, ihr Lieben, wir könnten noch stundenlang sprechen. Ihr habt schon uns lange gelauscht, ja, ein bisschen gefühlt, was jetzt ganz speziell Stefanie und mich im Gespräch berührt. Und wenn ihr andere Interviews hört, sind es andere Fokussierungen. Aber das ist was uns aneinander berührt und wo wir voneinander und miteinander lernen können und wachsen können. Und deswegen vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für dieses offene, wunderschöne, tolle Gespräch. Und an euch alle anderen einen wunderschönen Tag und ja, vergesst nicht, euch an dieses Tau zu erinnern. Das Bild fand ich so schön von Stefanie. Also, macht's richtig gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jin-Shin-Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.